Marc Lüthi, Ihr Telefon ist in den letzten 48 Stunden vermutlich ziemlich heiß gelaufen. Können Sie uns einen kleinen Auszug geben von den letzten 48 Stunden, Sie als SCB-Chef? Ja, es hat am Sonntag angefangen, nach der Pressekonferenz vom Bundesrat, wo wir alle durchgeschnauft haben. Und 5 Minuten später kam die Hiobsbotschaft, dass im Kanton Bern auf 1'000 reduziert wird. Und seitdem ist eigentlich mehr oder weniger der Teufel los. Warum genau ist der Teufel los? Was haben Sie probiert in den letzten 48 Stunden vielleicht auch noch irgendwie zu regeln? Ja, wir haben alles Verständnis für das, Massnahmen getroffen werden. Wir haben auch begriffen, was der Bundesrat angeordnet hat. Was wir kein Verständnis haben, ist, dass kurzfristig ohne Vorwarnung die Mitteilung vom Kanton Bern ist gekommen. Zumal seit dem Freitag bekannt ist, dass sie das machen wollen. Also man hat mit uns schnell reden können, uns ein bisschen Vorlauf geben und uns ein bisschen sagen, warum und wieso. Und das hat man bis heute nicht gemacht. Klar ist die Zahl beängstigend, aber ich glaube, in anderen Kantonen auch. Und die haben es bis jetzt nicht so gemacht. Und ich glaube, es hat eine einheitliche Lösung in der Schweiz gebraucht. Zumal am Freitag und Mittwoch ist das gewesen, der Bundesrat Berset klar gesagt hat, Grossanlässe stehen eigentlich nicht zur Diskussion. Inwiefern ist ein Gespräch mit der Berner Kantonalregierung möglich momentan? Ja, es hat mit dem einen oder anderen Regierungsrat ein Gespräch gegeben und ich habe vorhin gerade in der Aufzeichnung vom Zeitungsclub Klingen mit dem Herrn Schneck gekreuzt. Aber leider keine Antwort bekommen. Keine Antwort bekommen? Wir. Nein, aber er sagt einfach, die Zahlen gehen auf und man muss etwas machen. Und wie lang und wieso und wie breit und warum geht unsere Anlässe, das hat er eigentlich nicht wirklich gesagt. Wir haben jetzt von einem anderen Kanton gehört, vom Kanton St. Gallen, wo der Weg nicht geht. Was erwarten Sie von den anderen Kantonen und was erwarten Sie denn auch vom Ligabetrieb, wenn wir ein bisschen vorausschauen? Also ich hoffe, dass jetzt den Massnahmen vom Bund mal eine Chance gegeben wird und dass man schaut, dass die Zahlen hoffentlich stabilisieren, wenn nicht sogar runtergehen. Und wenn es irgend möglich ist, sollen die Kantone offen lassen. Und ich hoffe, der Kanton Bern kommt irgendwann zum Schluss, dass die Zahlen stabil sind oder runtergehen und dass man wieder auftun kann. Wie gross ist die Angst vor einem grösseren Kollaps? Ja, ich glaube, Angst wäre ein Fehler. Ich bin überzeugt, dass die Behörden, insbesondere BAG Bundesebene, dass die Sachen im Griff haben. Und wenn es nötig ist, werden noch ein paar Sachen dazukommen. Ich hoffe aber, dass wir mit den jetzigen Massnahmen und der Vernunft der Leute das Ganze stabilisieren können. Danke vielmals. Bitte. Ja, und das hoffe natürlich auch sehr für den Spielbetrieb in der National League. Weil eben, also wir wissen einerseits, der Marc Lüthi hat ein gewichtiges Wort mitzureden, aber es geht nicht nur um den SC Bern. Es geht jetzt mittlerweile um 3 Vereine in der National League mit der Befürchtung, dass andere könnten noch mit reingezogen werden. Ja, oder die grosse Problematik ist, glaube ich, die, wo der Tony Wosch in seinem Votum auch schon ein bisschen angetönt hat. Oder? Was man einfach nicht vergessen darf, ist, wir sind eine nationale Meisterschaft. Wir spielen grenzüberschreitend von einem Kanton über den anderen. Und wenn in einem sportlichen Wettbewerb die Spiessen nicht mehr gleich lang sind, die einen eine ganz andere Voraussetzung haben als die anderen, dann ist ein grosser Teil des fairen sportlichen Wettbewerbs. Und wegen dem sind wir alle so freudig dabei und haben Freude, dass es spannend ist und faire Kämpfe gibt. Und es gibt den richtigen Verlierer und den richtigen Gewinner. Aber das ist jeopardized. Das ist kaputt gemacht mit dem. Und wenn Frau Bundespräsidentin am Sonntag sagt, jetzt ist fertig mit dem Gestürm. Jetzt machen wir es ein bisschen einheitlich. Und er, mein Heimatkanton, das Gefühl hat, jetzt muss er vorpreschen und es nicht einheitlich machen. Das geht einfach nicht. Und ich bin voll bei der Meinung von Marc Lüthi, es braucht nationale Lösungen und nicht so Flickenteppich.